Hallo Leute und willkommen zu Mr. Angezockt spielt Clash of Clans. Ihr seht schon im Hintergrund, ein neues Update ist da mit dem neuen Bild im Hintergrund, das Halloween-Bild. Und zu dem Halloween-Update wollte ich eigentlich einfach nur ein kurzes Video machen und euch zeigen, was da natürlich anders ist, was es da gab. Und naja, wir fangen mal an direkt mit dem Bild und dann gibt es noch echt viele nice Kleinigkeiten, die wir uns mal jetzt zusammen angucken, was mit dem Update kam. Es lädt wirklich heute sehr lange. Was mit dem Update kam, was für neue Möglichkeiten und ab welchen Leveln die erst sind. Und ist hier ein Würstchen dran? Ach, das ist ein Teil vom Kürbis. Okay. So. Ihr hört es, ein bisschen erkältet bin ich noch. Greifen wir gerade mal ab. Oh, mein Tesla, meine eine ist fertig. Sehr gut. So. Ich zoome mal ran. Ihr seht schon hier bei den Büschen. Bei den Büschen sind jetzt kleine Halloween-Köpfe. Die Baumstämme haben ein Grimassengesicht. Auch hier ist irgendwas reingeschnitzt. Und dann haben wir hier noch ein paar Totenköpfe, die im Baum hängen. Und das hier. Halloween-Grabstein kostet 25.000 zum Entfernen. Mein erster, den ich gefunden habe. Darum bin ich eigentlich mal gespannt, was es da gibt. Vielleicht hätten wir erst die Updates-Notes lesen sollen und dann erst gucken, was wir hier kriegen. 17 Sekunden müssen wir einfach noch warten, bis wir wissen, was sich dahinter verbirgt. 10, 9, 8, 7, 6. Es ist schneller wie ich. 4. 3, 2 und 1 und 75.000 Elixier, habe ich das richtig gesehen? Also einfach auch wirklich nichts Weltbewegendes. Dann gucken wir uns einfach mal die Quest Notes an. So, Süßes oder Saures. Clash wird von einem unheimlichen Update heimgesucht. Hier, ihr seht schon die neue Falle aufpoppen. Neue Falle, die Skelettfalle. Lauern deine Gegner mit einer kleinen Skeletttruppe auf und lenke sie ab. Richte die Falle gegen Bodentruppen oder Lufteinheiten. Upgrade für mehr Skelette ab Rate auf Level 8. Oh, schade, nichts für meinen YouTube-Account. Aber wir können auf jeden Fall die Skelette dann aufbauen. Die Falle poppt auf und man kann da auswählen, ob die Bodeneinheiten sind oder wie hier dann gegen Lufteinheiten gehen. Beides geht leider nicht. Süßes und Saures für begrenzte Zeit. Am Halloween-Wochenende das Schub-Spezial mit nur einem Juwel für die Zauberspruchfabrik ist wieder da. Sammle Bonus-Elixier von speziellen Grabsteinhindernissen. Aha, da haben wir das auch. Ich muss mal einen Schluck trinken. Das war eben eins dieser Grabsteinhindernisse. Hat uns 75.000 Elixier mal so schnell gebracht. Das heißt, hier lohnt es sich auch, die Dinger schnell wegzumachen. Ja, Spezialschub, ein Elixier für die Elixier, ach, ein Gem für die Elixierfabrik. Ich habe die Elixierfabrik noch nie gecampt. Werde ich auch nicht machen. Clan-Profil, Clan-Suche hat sich einiges gemacht. Entschuldigung, das gucken wir uns gleich mal an. Gib die Kriegshäufigkeit an, die Region deines Clans im Clans-Profil und dann kann man danach suchen. Und so könnte man sich den richtigen Clan raussuchen. Wobei ganz klar, der richtige Clan natürlich der Mr. Angezockt Clan ist. Weitere Verbesserungen. Ab Level 8 kann man 9 Minenwerfer machen. Das heißt, es gibt dann 4 Minenwerfer ab Level 8. Ihr müsst meine Erkältung noch entschuldigen. Das ist noch zu heiß. Dann muss ich hier nochmal trinken. Ja, ich habe sie noch. Sie geht langsam weg. Ich weiß, wie schrecklich es anhört, wenn ich rede, aber naja, hört sich sonst auch nicht besser an. Einen vierten Mietenwerfer. Tut mir leid. Einen vierten Mietenwerfer finde ich schon extrem heftig für Level 8. Das heißt, eigentlich alle Angriffe mit den kleinen Einheiten wird echt schwer werden. Bogenschützen, Archer, die stecken ja nicht so viel ein. Und mit dem vierten Mietenwerfer
Muss mal gucken. So, Schub für alle Gebäude desselben Typs mit einer Schaltfläche. Das heißt, ich kann einmal auf meine Goldminen drücken und den Boost drücken und muss nicht durch jede durchgehen. Schub für Armeegebäude werden nur noch während der Serverwartung pausiert und können anschließend kostenlos fortgesetzt werden. Das heißt, ich booste, dann kommt die Wartung, dann wird es pausiert, dass ich nicht sinnlos mein Geld rausschmeiße. Im Spielerprofil wird jetzt das höchste freigeschaltete Level von Truppen, Helden und Zaubersprüchen angezeigt. Hat auch wieder was damit zu tun, welche Leute mein Clan aufnehmen will, dass man sich das auch mal angucken kann. Erhöhter Ligenbonus und mehr Kriegsbeute. Das ist immer gut. Jetzt gucken wir erstmal die Clan-Einstellung an. Ein weiterer Mitanführer. So, sehr schön, hat jemand den Text geändert. Musste ich mir mal kurz durchlesen. Kriegshäufigkeit zweimal pro Woche. Clan-Region Germany. Clan-Kürzel GJLJQRO. Ist ganz einfach. Dafür theoretisch gibt es viele von den großen Clans. Man kann ja Clan-Namen so oft machen, wie man will. Das heißt, man findet meist nicht den Clan, den man haben will. Und mit diesem Clan-Kürzel kann ich sagen, gebt das Clan-Kürzel Rauter GJLJQRO ein. Beigetreten, geendet. Okay, gebt das Kürzel ein und dann seht ihr das und dann können wir ja hier auch mal dem sein Profil angucken. Also hier sieht man jetzt, welche Truppen er schon freigeschaltet hat und wie er die gelevelt hat. Also nett für Leute, die man aufnehmen will. Tja, das war's auch schon mit dem Update. Also für uns hier in meiner Clanburg gibt's noch nicht so viel, was es uns bringt. Wir müssen da erst, jetzt sind wir hier Level 7, müssen erst Level 8 sein. Ich würde sagen, wir machen noch einen Angriff gemeinsam. Die Lager sind voll. Ich huste vorher nochmal. Schilde sind aktiv, aber das ist okay. Wir haben volle Lager, aber ich glaube, ich war ein bisschen bogenschützenlastig. 55, 97. Hier lohnt sich's nicht. 5000, 7000 lohnt sich nicht. 13, 14. Mal den Ton ein bisschen leiser machen. 60, 70 und 280 Dunkles, aber auch ein Barbarenkönig. Hier wird geupdatet. Es steht wenig draußen. Ist nicht so gut für uns. 16, 19 zu wenig. Ist wieder halt Spätabend, darum haben gerade wahrscheinlich sehr viel ihr Gold abgeräumt. Also ist mit den Halloween-Dingern sieht alles sehr nice aus. Hier die Bäume, die Stämme hier. Oh, hier gibt's auch noch irgendwas. Nein! Das lohnt sich so überhaupt nicht anzugreifen. Und ich verliere sogar jetzt noch. Dann überrennen wir den einfach. So. So. So ein bisschen überall. Überall mal was hinsetzen. Das war ein bisschen ungeschickt von mir. So. Steck mal noch mal eine Handvoll Barbaren rein, aber dann brauchen wir hier nichts mehr. So, der Bogenschießtower fällt jetzt hoffentlich. Und dann die Kanone. Ach Mann, war das sinnlos. So viel Einheiten für nichts verwendet. Nur weil man sich da einmal verklickt hat.
So. Und dafür habe ich so viel Truppen eingesetzt. Okay, oh, hier habe ich immer 2000, 2000 gekriegt. Jetzt habe ich 3000, 3000 bekommen. Ich fordere mal schnell an. Und werde hier noch schnell wieder nachbauen. Vielleicht können wir noch irgendwas zum Überbrücken zeigen. Dauert sehr lang. Hier bauen wir auch mal ein paar. Also ein paar Minütchen. Gucken wir mal rein. 4 brauchen wir. So, ne, da hier einen weg. Level 3 Barbaren erhalten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas, ein Video haben, was wir zur Überbrückung schauen können. Aber, wow, hatten wir heute ein Kommen und Gehen im Clan. Wenn das, oh, Riesen. Von richtig nett. Da kommen sie angewackelt. Sind zwar Level 1, aber da sage ich trotzdem nochmal fein danke. Und dann ist unsere Clanburg eigentlich auch schon voll, gell? Ja. Habe ich genug Geld? Ne, 400.000. Es wäre toll, wenn wir jetzt irgendein 40.000er finden könnten. Hier können wir nochmal gucken. Ich habe da Angriff. Ja, der war grottig, aber hier den können wir uns einmal anschauen zur Überbrückung und dann machen wir wirklich noch den einen gemeinsamen Angriff. Das ist ein 40, also 110 und 40.000. Ja, fand ich halt doof, dass die Minenwerfer und die halt eigentlich der komplette Splash-Damage draußen waren. Jetzt habe ich mal versucht, erstmal alles andere abzugreifen. Ja. Ja, hier hat er die beiden neuen Cannons zum Upgraden gehabt. Das ist ein bisschen blöd, wie ich hier gestellt habe. Hier hat man sich ein bisschen weiter aufgefächerter stellen müssen. Habe ich auch zu viel wirklich verloren. Sonst hätte ich das noch fertig gekriegt. Aber wir haben auf jeden Fall die ganze Beute gezogen. Und das ist natürlich das Wichtigste. Den einen Stern, den wir da nicht gekriegt haben. Finn beigetreten, verlassen. So, alles abgeräumt. Das hatte sich auf jeden Fall gerechnet. Und dann würde ich sagen, ist jetzt unser Lager bestimmt auch schon wieder voll. Naja, 30, 20 Einheiten fehlen noch. Hier kommt noch ein paar Barbar dazu. Und dann greifen wir halt mal mit dem an, was wir hier haben. 70.000 Gold. Und jetzt gucken wir mal, das Gold liegt draußen oder drinnen. Und 30.000 Elixier. Gefällt mir auch jetzt nicht so prickelnd. Wobei ich jetzt sogar die Clanburg dabei habe. Hier steht auch der Tower draußen. Was ist denn das wieder auch für ein blödes Lager? Wahrscheinlich baut er immer alles draußen, was er upgradet. 30, 30, jetzt aber auch nicht so prickelnd. Ich will schnell und viel. Momentan finden wir irgendwie nur wenig und nix. Hm. 10.000, nee. Hier wird das Rathaus abgegradet. 90.000 Elixier liegt aber auch in den Lagern.
Nicht in den Sammlern. So. Wenn ich von hier reingehen würde, hätte ich die Minenwerfer ausgeschaltet. Der blöde Minenwerfer ist kaputt. Also er will, dass ich hier droppe, aber dann machen wir das anders. Eigentlich sollte das Skelett doch dahin laufen. So. Jetzt droppen wir noch ein paar Wappen. Oh, das hat wehgetan. Das tut gerade wieder weh. Oh, der Blitz ist auch neu. Hatte ich schon gesehen. Ja, das ist blöd. Ich habe jetzt echt viel Einheiten sinnlos verschwendet. So, dass ich fast sogar noch die Clan-Truppen rausholen muss. Dass wir irgendwie das Lager down kriegen. Dann können wir die letztlichen Barbaren auch noch reinrennen. Und hoffen, dass wir die Mage Tower da klein kriegen. Aber hier haben wir so viel Barbaren, die sich jetzt auch wieder verteilen, auch wieder blöd stellen. Ah, jetzt geht nur einer gegen Mage Tower, das selbst mit. Das ist so ein Angriff, der sich so überhaupt nicht rechnet. Wir kriegen noch nicht mal die Clanburg und wahrscheinlich nicht 50%. Wenigstens greifen wir noch ein bisschen Gold ab. Buh, war der Angriff schlecht. Okay, gerechnet hat er sich, aber er war echt schlecht. So, aber das war's für heute, war ein kleines Update-Video und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Angezockt, Spiel Clash of Clans. Macht's gut! Nochmal und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.